Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht zurzeit dieser Ökoboom total auf die Nerven. Quer durch alle Parteien. Der Seehofer ist ja mittlerweile grüner als der Trittin, oder? Und besonders der Kampf gegen die Gentechnik, da ist die CSU ganz vorne mit dabei. Viele finden das super. Ich finde es sehr erstaunlich. Obwohl 89% der Bevölkerung keine Ahnung hat, was ein Gen überhaupt ist, haben über 104% eine ganz klare Meinung. Allen voran Markus Söder, für den ist ja Genmanipulation schlimmer als ein Wahlsieg der SPD. Was ich sehr erstaunlich finde, denn Markus Söder selbst ist ja aus nur etwa 35.000 Genen zusammengebaut und besitzt damit in etwa so viel wie eine Graspflanze. Ja? Und ich finde, das merkt man auch, oder? Das ist... Dabei ist Gentechnik eigentlich kein Hexenwerk. Die Evolution macht das ständig. Die Evolution ist ein reines gentechnisches Experiment. Hätte es vor 2 Millionen Jahren schon Menschen wie Markus Söder gegeben, wären wir wahrscheinlich immer noch primitive Kiemenatmer, die irgendwelche Algen von den Höhlenwänden lecken würden. Und wer schon mal im tiefsten Niederbayern so einen CSU-Ortsverein gesehen hat, der bekommt eine grobe Vorstellung davon. Aber statt dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, macht man lieber einen auf Grün und Bio. Mein Nachbar zum Beispiel hat neulich zu mir gesagt, weißt du Vince, wenn es irgendwie geht, kaufe ich meine Lebensmittel direkt beim Erzeuger. Das ist viel authentischer und außerdem ist mir die Umwelt halt auch sehr, sehr wichtig, sagt er. Ja, und deswegen fährt er jetzt einmal die Woche mit seinem Porsche Cayenne 150 Kilometer in Hunsrück, um dann total authentisch beim Bio-Bauern 10 Landeier einzukaufen. Oder mal so ein Bund Bärlauch. Bärlauch. Für meine Oma war Bärlauch ein Unkraut. Das hat die an die Hasen verfüttert. Mein Nachbar macht ein Schaumsüppchen draus. Aber nur mit Produkten aus biologisch dynamischem Anbau, bei dem das Gemüse streng nach Mondphasen geerntet und die Kälber ganz sanft unter Wasser geschlachtet werden. Wach! Früher war Essen noch eine ehrliche Angelegenheit. Bei meiner Oma, da gab es an Feiertagen Presskopf, Kuttelsuppe oder mal ein Blutgulasch. Und es hat super geschmeckt. Und wenn das übrig geblieben ist, hat es mein Vater zum Abbeizen von Möbeln verwendet. So war das damals, natürlich. Aber heute muss ja alles ethisch korrekt sein. Heute Mittag in der Fußgängerzone in München bin ich am Stand von Greenpeace vorbeigegangen, habe die gefragt, warum demonstriert ihr eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung? Sagen die, ja, weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels. Nein, ich finde diese Umweltorganisation, ich finde die ja super, ja. Ich meine, wir haben ja immerhin der Natur eine Menge zu verdanken. Im Amazonas-Delta gibt es eine Schlangenart, deren Gift eine blutdrucksenkende Wirkung enthält. 5 Milligramm davon, der Blutdruck ist weg. Mein Nachbar sagt immer, Vince, du bist total unromantisch. Aber was bitteschön hat Natur mit Romantik zu tun? Pinguine schubsen ihre eigenen Kollegen ins Wasser, um zu testen, ob da ein Seelöwe lauert. So ist die Natur. Fressen und gefressen werden. Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein. So ist die Natur.